wenn ich euch beiden gegenüber sitze, die ja eine romantische Vorstellung haben, es sind jetzt ein paar hundert Kinder, die müssen wir unbedingt aufnehmen, dann darf ich erinnern, es sind nicht ein paar hundert Kinder, sondern es sind 3 Millionen Menschen, wovon sich hunderttausende Kinder darunter befinden, ja. Erstens, zweitens. Mhm. Alle werden mir hier in diesem Raum übereinstimmen, dass die Europäische Flüchtlingskonvention, also die Genfer Flüchtlingskonvention, keine Flucht zulässt, die dann aus Kindern Waisenkinder macht. Ergo werden wir die Eltern mitnehmen müssen. Oder wollen Sie 2-jährige Kinder ihren Eltern entreißen und nur die Kinder hereinlassen und die schwangere Mutter vor der Tür stehen lassen? Wollen Sie es so? Nein, Sie wollen es nicht. Sie wollen mit den Kindern argumentieren, dass Sie in Wahrheit die Eltern hereinnehmen. Sie argumentieren mit dem humanistischen Ansatz der Kinder und meinen in Wahrheit die Hunderttausenden, die Millionen, die vor der Türe stehen und ein größeres Chaos verursachen als 2015 war. Sie gehen hierher und fangen an, sage ich ja, das sogenannte Re-Augenrecht, das sich durchgesetzt hat, also noch, die appellieren an die Humanität, an die Toleranz, aber in Wahrheit meinen sie das politische Chaos und die Anarchie. Und das ist das Hauptproblem. Da geht es jetzt nicht um 50 und 100 Kinder und ich warne die politisch Verantwortlichen. Das Ausmaß der Gefahr, das sich hier an der Grenze zu Griechenland abspielt, an der Grenze zu Bulgarien abspielt, in diesem Hexenkessel Türkei und Syrien abspielt, dann zu einer innenpolitischen Debatte werden zu lassen, wie gehen wir mit Hunderte von Kindern um? Wie gehen wir am heutigen Tag damit um, dass Recep Erdogan, der Halbmond-Terrorist von Ankara, 3 Millionen Menschen für 3 Milliarden Euro in Geiselhaft hält, die er auf Knopfdruck nun gegen die Europäische Union losschickt, und gestern getönt hat, ich zitiere, wenn ich mit euch fertig bin, wird sich in Europa kein Mensch mehr auf die Straße trauen. Wie gehen wir mit einer Drohung und mit einer in Wahrheit de facto Kriegserklärung eines türkischen Ministerpräsidenten um, der in seinem osmanischen Größenwahn einen Anschlag auf Europa plant, indem er, ja, und da gebe ich Ihnen recht, Menschen mittlerweile als Waffe einnutzt in seiner politischen, in seinem politischen Kampf so. Um ein Überleben. Und das jetzt sage ich wollen Folgendes. Sie nicht, dass die Leute zu uns wollen? Herr Dr. Bornmena, da kann Europa in diesem globalisierten Konflikt sich nicht auf die Rolle zurückziehen. Wir setzen jetzt unser Hirnschmalz ein, wie wir 50 oder 100 Kinder retten. Da gebe ich Ihnen recht. In einem Fall stimmt es. Die österreichische Bundesregierung und alle europäischen Staaten haben eines massiv vernachlässigt. Statt 3 Milliarden Euro dem Korruptionisten von Istanbul in den Rachen zu werfen, hätte ich mit 3 Milliarden Euro einerseits einen ordentlichen Grenzschutz eingeführt und auf der anderen Seite einen Großteil an humanitärer Hilfe für die tatsächliche Bewältigung der Flüchtlingsinitiative machen können. Aber es war, darf ich Sie daran erinnern, es war die von Ihnen sehr geschätzte Frau Merkel, es war der von Ihnen sehr geschätzte Herr Kern als Bundeskanzler, die sich in Brüssel Champagner geschwängert mit den Whiskyflaschen vom Herrn Juncker getroffen haben und gesagt haben, Erdogan, Recep, komm über uns nieder. Wo dürfen wir denn das Geld geben? Und heute, im Jahr 2020, sind wir aus diesem Rausch aufgewacht, haben einen ordentlichen Kater, 3 Millionen Menschen vor der Tür und ein Großteil dieser 3 Millionen Menschen stammt aus Idlib, einer Hochburg von Terroristen und Al-Qaida-Kämpfern. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ich will ja die Kinder von Terroristen nicht in Europa haben. Mhm. Ich möchte mir die Zeitbomben, die Tickenden nicht einhandeln. Mhm. Da gibt es im Nahen Osten genügend Staaten, die sollen jetzt mit dieser Katastrophe fertig werden, dass Europa mit aller seiner Toleranz, Humanität, mit seinem Menschenrecht, mit seiner Demokratie, dem steht es gut an, in dieser Frage einmal wehrhaft zu sein, auf die Stopptaste zu drücken und einmal den Herrn Erdogan ordentlich zu bestrafen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Für den politischen Wahnsinn, den er vollzieht und für den moralischen Abgrund, den er uns offenbart, indem er Menschen als Kriegsmaterial einsetzt und nichts anderes ist es. Herr Ross, ich glaube, das Problem, das man hat,